jetzt halt in der Kamera wieder sehr hell. Wurde ein bisschen besser. Ja. Ethan, ist alles okay? Ich bin ein Mörder. Ich wollte es nicht. Ich hatte keine Wahl. Sie sind nicht der Origami-Killer. Sie haben diese Morde nicht auf dem Gewissen. Woher weißt du das denn? Weil sie das war? Ich kann es beweisen. Das ändert gar nichts. Es zählt nur noch, Sean zu retten. Animal Crossing gespielt, gelesen und Raft mit Sina. Sie hat noch relativ... Oh, oh. Was ist denn das jetzt hier? Nein. Ich kann nicht. Nicht jetzt. Tun wir nicht. Tut mir leid. Ich wollte... Habt ihr den Anfang überstanden bei Raft? Also ich... Das ist, wenn man das erste Mal spielt, schon sehr herausfordernd. Ich werde jetzt gehen. Und auf jeden Fall dann später noch viel Spaß auf dem Geburtstag. Ich habe ja alles erledigt. Ich gehe nach Hause. Was habe ich heute gemacht? Ich habe heute relativ lange geschlafen. Tatsächlich. Ich habe ein bisschen in meinem Magazin gelesen. Achso, sie meint mit nach Hause gehen. Ganz nach Hause gehen. Dann habe ich noch ein bisschen Haushalt gemacht. Dann hatte ich kurz mit der Susi was gemacht. Nee, geh mal hier hin. Und ja. Habe ich gerade das Gewitter bei uns ein bisschen ausgesessen und jetzt habe ich einen Stream angemacht. Das ist aber ganz normal. Also Susi und ich, wir haben das ja auch mal offline angefangen zu spielen. Wir sind so oft gestorben. Wollen Ethan. Cops. Sie suchen Ethan. Wird wohl ein Überraschungsangriff. Aber wenn man das dann einmal geschafft hat, diesen Anfang bei Raft. Was soll ich machen? Zu spät zurückzugehen. Die Polizei kommt gerade die Treppe hoch. Dann. Ich muss Ethan irgendwie warnen. Denk nach, Mädchen, denk nach. Wir gehen aufs Motorrad. Und fahren hier in dieses Polizeiauto oder so und lenken. Was soll ich tun? Wir nehmen doch sonst Ethan fest und dann kann er Sean nicht retten. Was ist denn los? Ist das nicht toll? Wie in einer Fernsehshow. Kaum zu glauben, der Origami-Killer mietet hier ein Zimmer. Er hatte einen falschen Namen. Aber ich habe ihn gleich erkannt. Dieser Schmierlappen. Komm schon, wie war die Nummer? 207. Komm schon, na los! Nimm schon ab! Hallo? Die Cops. Sie sind im Hotel. Du musst von hier verschwinden. Es scheint noch die Sonne. Oh, Quicktime. Oh, ich darf doch nicht auf den Chat gucken. Los, entwicht uns! Verdammt! Immer noch! Schnapp ihn! Er flieht! Er ist auf dem Balkon! Stand da gerade eine im Handtuch? Oh, dieses...
Ich versau das hier übelst. Wird gleich festgenommen, weil ich die Quicktime-Events nicht schaffe. Peter, ich drück schon wieder die falsche Taste. Heraufbeschworen. Was für ein Magazin? Das Kriminalmagazin. Ich liebe das Kriminalmagazin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es erscheint alle 3 Monate und ich lese das sehr, sehr gerne. Das ist schon Anfang des Monats erschienen. Irgendwie komme ich jetzt erst dazu, das zu lesen. Ein bisschen nebenbei. Mr. Bean! Hallo! Endlich erwische ich dich. Ja. Ich bin nicht Ihr Richter, Ethan. Ich will nur das Leben Ihres Sohnes retten. Noch ist Zeit, aber nicht viel. Helfen Sie mir, Ethan. Was wissen Sie? Grob geschätzt. Hat Sean etwa noch 12 Stunden zu leben. Es regnet draußen, Ethan. Jeder Tropfen bringt Ihren Sohn dem Tod näher. Unaufhaltsam. Wo ist er, Ethan? Wo ist Sean? Keine Ahnung. Bin verzweifelt. Ethan, reden Sie! Verdammt, nochmal! Schauen Sie, Ethan. Sehen Sie sich das an! 8 Fotografien. 8 Leben. Ausgelöscht. Ertrunken. Im gottverdammten Regen. Erkennen Sie ihn, hä? Ihren Sohn, Ethan? Das ist Sean. Er ist immer noch am Leben. Reden Sie, Ethan. Sagen Sie was. Reden Sie. Ich habe meinen Sohn gekidnappt. Nein. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, wo er ist. Der einzige Weg, ihn zu finden, ist, mich gehen zu lassen. Ich bin der einzige Mensch, der ihn retten kann. Aber warum sollte er sich so komische Origami-Figuren selber falten? Das ist doch totale Scheiße, Ethan! Das macht doch keinen Sinn! Wie soll Ihnen das irgendjemand glauben? Ich liebe meinen Sohn. Ich liebe meinen Sohn. Wenn Sie mich hier behalten, wird Sean sterben. Die Zeit läuft, Ethan. Im Ernst, mir ist Ihr Motiv egal. Ich will nur eins wissen. Wo verstecken Sie Sean? Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn gerettet, wenn ich es wüsste. Okay. Ihre letzte Chance, Ethan. Diesmal überlegen Sie genau, bevor Sie antworten. Wo ist Sean? Ich sagte Ihnen, ich weiß es nicht. What? Wieso muss der immer schlagen? Darauf warte ich schon so lange. Komm schon, Wichser. Komm, zeig's mir. Wir prügeln uns. Sie wollen spielen, Arschloch? Na los, dann fangen wir an. Sie sind komplett irre, Blake! Was wird Sie Ihre scheiß Dienstmarke kosten? Verpissen Sie sich lieber, Norman. Sonst muss die Putzkolonne nachher Ihr scheiß Gehirn vom Boden aufwischen. Was sind das dort eigentlich für Umgangsformen? Diesem Unternehmen namens Polizei. So,
Kriminalmagazin. Ja, das sind echte deutsche Kriminalfälle von früher und auch aktuelle Sachen. Machen. Der Scheißkerl prügelt ein Geständnis aus Mars. Er will einen entschuldigen, auch wenn es der Falsche ist. Na, warte mal. Kann ich hier die Videokamera das Band klauen? Ach, lauf doch jetzt mal zum Fenster. Geht nicht zum Fenster. Der wird aber verprügelt, der Ethan. Ja, also so echte deutsche Kriminalfälle von früher und heute. Da gibt es aber auch Interviews mit Stuntmännern von irgendwelchen deutschen Kriminalproduktionen. Das ist wichtiger, Norman. Ja, so, so ganz John gemischt. Mars zu finden oder dem Abschaum ein paar Kratzer zu ersparen. Wo gehobelt wird, da fallen nun auch mal Späne. Verdammt nochmal! Ethan Mars ist unschuldig! Wir müssen Sean weitersuchen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, ihn lebend zu finden. Der Fall hat Sie zu sehr mitgenommen, Norman. Ein bisschen Urlaub würde Ihnen gut tun. Sie wollen wirklich einfach jetzt nur den Origami-Killer haben, ohne Rücksicht auf Verluste. Nein, nein, wir nehmen keine Drogen. Wir brauchen den noch, nicht, dass der hier eine Überdosis nimmt. Ich dachte, wir können jetzt wieder die Fallakten durchgucken. Alles klar, Mr. Me. Ich hab Alex, siehst du, richtig? Ist gerade so... Oh, ich muss aufpassen, was hier passiert. Ich möchte euch antworten. Ich muss sagen, ich habe diese True Crime Videos noch nie geguckt bei ihr, tatsächlich. Aber mich interessiert sowas auch sehr. Es gibt ja auch von Stern, diese Stern Crime. Die lese ich aber nicht so gerne. Nein, noch nicht. Er ist bewusstlos. Wenn er wieder aufwacht, geht's weiter. Weil da sind einfach zu viele amerikanische Fälle. Und dann denke ich mir, ich will lieber wissen, was in Deutschland passiert. Auf jeden Fall. Da gibt's auch echt heftige Sachen. Das war sehr gute Arbeit. Ich werde mit der Presse sprechen. So etwa in einer Stunde. Das wird eine Riesensache. Wollen Sie nicht lieber erstmal auf sein Geständnis warten? Oh, wir müssen zu Ethan. Oh nein. Wir haben ihn überführt. Mehr interessiert die Presse sowieso nicht. Ethan Mars ist unschuldig. Er ist überzeugt, dass nur er Sean retten kann. Was, wenn es stimmt? Ich gehe das Risiko ein. Ich muss ihn hier rausbringen. Hat er gestanden? Hm, noch nicht. Ich verstehe. Sehr gut. Gehen Sie raus. Ich, Lieutenant Blake sagte... Bitte, gehen Sie raus. Okay, Sir. Ich warte dann vor der Tür. Verdammt. Sind Sie okay, Ethan? Ja, alles gut. Geht super. Was ist das für eine Frage? Ich muss hier raus. Ich muss Sean retten. Ich werde Ihnen helfen. Nicht jetzt noch mal die Videokassette da.
rausnehmen. Kann ich hier irgendwas tun? Jetzt ist der wieder drin. Der andere. Okay, wir haben den Videorekorder wieder angemacht. Dann gehen wir jetzt nochmal rein. Wir reden nochmal mit ihm. Ethan ist nicht der Mörder. Da bin ich mir sicher. Ja? Ich muss die Wache loswerden, wenn ich Mars befreien will. Zuerst weg mit den Handschellen. Irgendwie muss ich ihn heimlich aus dem Revier kriegen. Kriege ich denn die Wache jetzt dort raus? Kann mir Charlene helfen? Ich konnte gerade mit dem Typi nicht reden hier drin. Wie geht denn denn jetzt wieder raus? Susie! Hallo! Muss ich jetzt hier ein Feuer legen? Oder wie kriege ich jetzt die Wache hier raus? Hier drin konnte ich doch nichts anderes mehr machen. Oh. Gary, machen Sie eine Pause. Ich mach das hier. Echt? Ich muss nämlich mal drehen. Ja, das war ja einfach. Die Schlüssel für die Handschellen liegen auf meinem Schreibtisch. Ja, sie haben Ethan. Die sind ins Hotel und haben ihn bekommen. Und ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass ich die Quicktime-Events vermasselt habe. Eventuell hätte er sonst fliehen können. Acke. Ethan, nehmen Sie. Vielleicht kommen Sie so an denen vorbei. Scheiße, die Handschellen. Die müssen weg. Okay, Moment. Doch hier sein Schreibtisch. Wieder hier rein. Ja, Quicktime Events. Ist das überhaupt nicht sein Schreibtisch? Nicht der Schreibtisch. Er ist davon überzeugt, dass Ethan nicht der Killer ist. Zuerst weg mit den Handschellen. Ist der Tisch von dem Sicherheitsmann? Der hier, Andreas Burani, der hat ja Ethan jetzt verprügelt. Er wollte unbedingt ein Geständnis aus ihm rausholen. Ethan hat behauptet, er hat Sean gekidnappt. Aber er kann sich das selber nicht so richtig erklären und so. Und dann wollte Andreas Burani das Geständnis aus ihm rausprügeln. Ja, aber er hier, der Norman, der ist davon überzeugt, dass Ethan nicht der Origami-Killer ist. Und deswegen will er den jetzt hier rausholen. Da, wow. Bin ins komplette Büro gegangen. Das war auch überhaupt nicht auffällig. Ja, also den Vogel da, den kann ich überhaupt nicht leiden. Der ist so aggressiv jedes Mal und muss versuchen, alles mit Gewalt zu regeln.
Auf Norman hat er ja auch gerade gezielt. Eine Waffe, also. Ach. Das war's. Sie sind frei. Los. Hier, nehmen Sie das. Die machen Pause. Wenn Sie sich beeilen, kommen Sie unbemerkt raus. Sofort raus hier. Das fällt doch überhaupt nicht auf. Mit einer Kapuze durchs Revier. Was soll ich sagen? Ich... Bitte retten Sie einfach Sean. Ich hoffe, das war kein Fehler. Als ob. Das ist so unlogisch, dass der dort jetzt einfach vorbeiläuft bei denen. Okay, das ist sehr komisch. Ja, also, warum habe ich in dem offenen Revier eine Kapuze auf? Das ist total. Ja, Scott, mag dich. Ich hoffe, mit dir passiert nichts. Die ist bestimmt eingebrochen worden. Lauren? Es tut mir leid, Scott. Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Oh je, Julia. Ich sag dir denn doch, sie sollen aufhören. Hallöchen übrigens. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Hat die ganze Ermittlung Zeit mit dem zusammengearbeitet? Für immer. Hallo Karim. Nein, hier kommt Quicktime-Events, ich weiß es. Oh nee, unter Wasser, das finde ich echt assi. Ich hasse sowas unter Wasser. Hier kriege ich wirklich ein bisschen. Kann ich hier schütteln? Kriege ich ein bisschen Beklemmung. Lauren, aufwachen. Lauren. Ich kann nur schütteln. Nein. Mach erst mal das Video an. Aber ich hätte gedrückt halten müssen. Nein! Ah nee, runter. Ah, jetzt mit der Scherbe. It's Lauren. Los, rette sie. Nein! Ich hätte sie erst losknoten müssen. Bastard, ich bring ihn um. Nein! Ah, das ist süß, Julia. Ich kann aber verstehen, wenn du lieber sagst, du guckst dann die Highlights nochmal. Also ich schneide ja immer die Highlights nochmal extra raus, separat. Also wo nur das Spiel ist, ohne das Geplapper vorher und nachher quasi. Oh, jetzt gibt's Ärger. Ah!
Boah, die Kramer. Scott, mach bitte keinen Mist. Du musst überleben, bitte. Und wenn alle sterben. Das war aus der Hüfte. Nicht, ja. Anstrengen. Scott, darf nichts passieren. Die Quicktime-Events schaffen. Das ist auch immer gar nicht so einfach, weil die sind immer irgendwie woanders im Bild. Stopp! Nicht weiter! Ich schieße! Blöder Wichser! Los, mach ihn alle! Bitte! Er ist doof. Mistkerl! Lauren ist tot! Sie haben sie getötet! Halt! Halt! Bitte! Ihr gestörter Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer! Nein! Er ist unschuldig! Er ist kein Killer! Kein Killer! Seitwärts schütteln, das ist immer schwierig. Scott ist der beste Sohn. Scott ist mein Held. Raus mit der Wahrheit. Nein! Nein, bitte! Ich weiß nichts! Letzte Chance. Ich weiß nichts! Ich schwör's! Ich weiß überhaupt nichts! Bitte! Ich packe aus! Ich sage alles! Gordy! Gordy wollte nur Spaß, okay? Er wollte sein wie der Origami-Killer. Nee, Lauren kann es nicht mehr sein. Er entführte das Kind. Er hat ihn so lange unter Wasser gedrückt. Ein Unfall! Ein dummer Unfall! Aus Spaß drücke ich doch niemanden unter Wasser. Es war nur ein Spiel. Er hat's mir erzählt. Er weinte. Es tat ihm alles so leid. Was es auch war. Gordy ist mein... Er zählt nicht. Was? Der Junge, das Opfer. Er zählt nicht. Eine Straßenratte aus der Gosse. Sie widerlicher Haufen Scheiße. Was ist mit John Shepard? Er ist ein Bruder. Warum die Blumen auf seinem Grab? Mir gehörte oder die Baustelle, so, wo er umkam. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. John hatte einen Bruder. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Adoptiert, glaube ich. Ist das Gordy? Die Mutter. Fragen Sie die Mutter. Das passt aber nicht vom Alter. Sie heißt Anne. Anne Shepard. Die kleine Lauren war eine Hure. Vergessen Sie sie. Arbeiten Sie für mich, Shelby. Ich zahle gut. Dann können Sie alle Mädchen haben. Ja, was ist mit dir? Halt Ihr verdammtes Maul. Kapiert? Schnauze. Meine Herren,
Wollen wir ihm helfen? Schnell! Wenn wir jetzt die Wahl haben? Meine Tabletten! Die Schublade da! Ja, okay, wir helfen ihm, weil eventuell hat er noch was anderes, was er uns zuraten kann. Nee, der schießt jetzt auf uns. Nee, das ist ein Hinterhalt. Ich traue in diesem Spiel niemanden mehr. Ich sehe in jedem den Killer. Danke für die Rettung. Ich ja, hilf ihm, nein. Ich habe jetzt geholfen. Weil eventuell weiß er mehr, als er gesagt hat. Nicht, dass uns dann die Hinweise flöten gehen.